Ja, besser wird's mit dem Licht nicht, aber wir machen das Beste draus, oder? Ich und du und wir. Also, es gibt verschiedene degenerative Augenkrankheiten. Die häufigste ist Makula, ja? Jetzt denken sich einige so, ah, kenn ich, das ist das mit dem Blutdünner machen. Nee, das ist nicht richtig. Das wäre dann Makoma. Also, zu klären des Jungs und Mädels, heute geht es um das Auge. Ja? Was löst bzw. beschleunigt den Abbau der Sehkraft? Ja? Was verhindert den Abbau der Sehkraft? Und wie lange ist Donald Trump eigentlich noch Präsident? Hey, warte, jetzt bin ich in der Zeile verrutscht. Also, ist jetzt hier auch alles durcheinander. Wenn ich euch mal dieses Studienergebnis zeige, dann denken sich die meisten... Ich meine zu Recht, was sollen das heißen, diese Zahlen da? Und dann, wer soll das denn überhaupt irgendwie so... Deshalb müssen wir jetzt leider etwas Statistik machen und ich mich einmal erkläre, damit ihr später solche Studien von selbst lösen könnt. Ja, das hat mich, ja, freut euch einfach darüber. Jetzt haben wir gleich meinen Zettel gesehen, ja, den ich ablese. Das brauche ich eigentlich alles gar nicht. Das ist einfach nur so, das brauche ich, also im Prinzip ist das, also das ist... Also jetzt nochmal kurz aufpassen. Also es geht um Odds, ja, Chancenverhältnisse. Wenn diese Zahl, die ihr hier seht, zum Beispiel größer als 1 ist und es um Krankheiten geht, dann ist es in der Regel so, dass danach mehr Erkrankte waren als vorher, wenn die Zahl über 1 ist. Nochmal, über 1 mehr Erkrankte als vorher. Unter 1 weniger Erkrankte als vorher. Ja? Sehen wir es wahrscheinlich hier als Beispiel einmal. Und wenn die Zahl genau 1 ist, dann hat sich nichts getan. Dann gab es keinerlei Wirkung in der Studie, keinerlei Wirkung von dem Mittel oder sonst irgendwas. Oder keinerlei schädigende Wirkung von irgendeinem Mittel oder sonst was. Okay? Völlig logisch. Jetzt nochmal ein bisschen genauer. Also Beispiel 100 Raucher. So, 100 Raucher. Davon haben später 20 Krebs nach einer bestimmten Zeit und 80 halt nicht. Wie müsste die Zahl sein? Richtig, kleiner als 1, ja, weil es ja dementsprechend weniger sind, die erkrankt sind. Das heißt, das stimmt auch so, wenn wir es errechnen würden, die Odds sind 20 durch 80, ja, und 20 durch 80, ja, dementsprechend 0,25. Ja, so. Und wenn wir jetzt weitermachen, dann können wir noch sagen, je weiter dieser Wert sogar noch gegen 0 geht, das heißt noch weiter von der 1 entfernt ist, noch weiter gegen 0 läuft, desto noch effektiver. Das können wir ganz einfach messen. Zum Beispiel einer ist nur erkrankt von 99. Nur einer von 99. Dann haben wir die Odds 1 durch 99. Und demnach ist das dann dementsprechend 0,01. Ja, das heißt, die Zahl ist noch kleiner geworden. Okay? Also nochmal zusammenzufassen. Die Zahl größer als 1, mehr Erkrankte später. Die Zahl kleiner als 1, weniger Erkrankte nachher. Das heißt, effektiv. Und wenn die Zahl ganz, ganz klein ist sogar, dann am allereffektivsten. So einfach ist das, weil das Flugzeug ist schon wieder am Start. Und zwar, jetzt können wir ganz einfach in die Studienlage Auf jeden Fall sehen wir hier Raucher. Ja? Ganz klar Werte über 1. Ja? Das heißt, danach, nachdem Raucher getestet worden sind in der Studie, hier sehen wir verschiedene Probandenzahlen und so weiter, mehr degenerative Sehkrafteinschränkungen dementsprechend, ja, wenn die geraucht haben, ja? Weil die Zahl größer als 1 ist. So. Dann gibt es verschiedene Studien dazu. Des Weiteren gibt es auch Studien dazu, wenn Menschen explizit längere Zeiträume in die Sonne geschaut haben. Ja? Man muss wichtig, ist wichtig, in die Sonne zu schauen, ja? Also beziehungsweise Sonnenlicht abzubekommen, ja? Auf die Netzhaut, weil dadurch der Körper natürlich Hormone steuert dementsprechend. Ja? Die Melatonin und so weiter, Schlafhormone. Wenn du den ganzen Tag kein Sonnenlicht kriegst, dann denkt dein Körper, es ist Nacht und du bist immer müde und so weiter. Das muss schon reguliert werden, aber nicht zu viel sehen wir hier. Ja? Das schädigt letztendlich, ja? Und fördert Makula. So. Des Weiteren auch noch ganz interessant fand ich, und zwar die Melanin-Bestandgegebenheit. Das heißt, je mehr Melanin im Auge, das heißt der Farbton. Das heißt, hellhäutige sind anfälliger für Makula, ja, und dunkelhäutiger, das heißt mehr Melanin, ja, sind nicht so anfällig. Das fand ich auch sehr spannend. Und wir können auch hier weitermachen, zum Beispiel Menschen mit Herz-Kreislauf-Problem, Lungenproblem, allgemein Bluthochdruck und so weiter, Herzkranzgefäße und so weiter. Wenn diese alles nicht in Ordnung ist, korreliert es anscheinend eine Studienlage positiv damit, mit irgendwann Augenkrankheiten zu bekommen. Des Weiteren auch ungünstige Cholesterinwerte, ja, man kann nicht gleich sagen, hohe Cholesterinwerte sind
passé schlecht, sondern es kommt natürlich auch auf das HDL- und LDL-Verhältnis an, aber ungünstiger. Ja? Jetzt kann man zusammenzufassen, dass ein ungesunder Lebensstil, ja, und mit vermehrt Radikalen so gesehen schädigend wirkt, ja, und irgendwann begünstigt die Makula. So, jetzt ist doch mal ganz spannend zu schauen, wie weit wirken sich überhaupt Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe darauf aus. Jetzt muss es ja positiv ausfallen, ja. Das heißt, danach müssen mehr Gesunde sein. Das heißt, die Zahlen müssen ja alle unter 1 sein. Und es ist genau das, was wir hier sehen. Zum Beispiel Carotinoide sehen wir Zahlen unter 1, ja. Vitamin C und Vitamin E circa äquivalent gut, gleich gut. Ebenfalls Zahlen unter 1, ja. Das heißt, wir bringen mehr gesunde Menschen vor als vorher, ne? Wenn diese vermehrt zugeführt worden sind. Des Weiteren auch, wenn der Mix ist ganz besonders stark, ja, aus sekundären Pflanzenstoffen, Vitaminen und Mineralen dementsprechend, ja. Besonders guten Studien hier bewiesen, degenerative, ja, Aufhaltung dementsprechend, das Protektivität vor diesem Makula. Und ich möchte noch mal ganz kurz anmerken, dass Fleisch keine sekundären Pflanzenstoffe enthält, gar nichts, null, und kein Vitamin C, also auch gleich null. Und so wenig Vitamin E, dass man ca. 1,5 Kilogramm davon essen müsste, um überhaupt den DGE-Wert, der sowieso etwas für meine Verhältnisse, für meinen Geschmack niedrig angesiedelt ist, zu erreichen. Jetzt bin ich ein bisschen neugierig geworden. Und zwar geht es dabei um degenerative Prozesse wieder. Und in einer anderen Studie, beziehungsweise hat mich die Carotinoide haben mich so angelocht, ja. Weil ich ja auch dann dieses im Kopf hatte, diese Karotten und so weiter, wo schneiden die ab? Und jetzt hätte ich in der Studie herausgekommen, dass durch vermehrten Carotinoidverzehr, ja, wie gesagt, andere Studie nochmal, 43% Verringerung, ja, von degenerativen Sehkrafteinschränkungen und so weiter vonstatten geht. Ja. Und das vermehrt aus grünblättrigen Gemüse passiert ist, denn diese enthalten besonders viel Lutein und Zeaxanthin. Okay, schauen wir mal rein. Dazu mein schlauer Zettel hier. Also, ich fand sehr, sehr interessant ist, wenn man die verschiedenen sich anschaut, ja, also Alpha-Carotin, Beta-Carotin, Kryptoxanthin, ja, Lycopen, Zeaxanthin und Lutein. Dann sehen wir zum Beispiel wieder, dass Zeaxanthin und Lutein die besten Werte erreichen, ja, von 0,4. Ja, das erreicht kein anderer, kein anderes sekundärer Pflanzenstoff, kein anderes Carotinoid. Ja. Und jetzt ist die Frage, demnach diese Lebensmittel, die dieses viel enthalten, müssten ja dann auch am besten abschneiden. Und genau das wurde jetzt auch untersucht, und zwar verschiedene Lebensmittel, und zwar Brokkoli, Kohl, Spinat, Süßkartoffeln und Kürbis. Und diese waren alle besser als die Karotte. Alle. Obwohl die Karotte sich so hartnäckig hält, dass das beste Gemüse ist und so weiter für deine Augen. Stimmt gar nicht. Alle anderen Gemüse sind besser, weil diese mehr Lutein und Zeaxanthin enthalten. Genau genommen ist es sogar über 6-mal so gut. Ganz klar hier der absolute Sieger natürlich. Grünblättiges Gemüse, hier in dem Fall der Spinat, ja, von 0,12 im Vergleich zu Karotte 0,72. Das heißt mehr als 6-mal so effektiv. Eigentlich genau 6-mal. Also 6-mal so effektiv, ja, wie letztendlich die Karotte auf zur Protektivität, ja, auf Sehkrankheiten. Und das fand ich schon sehr, sehr signifikant, muss ich sagen. Und das hängt natürlich damit zusammen, weil diese Stoffe eben mehr von diesen Lutein und Zeaxanthin enthalten. Und deshalb als Tipp, wenn jemand irgendwie da Probleme hat, dann sagen manche immer Karottensaft. Und eigentlich ist das Karotte das Schlechteste, was du tun kannst. Aber das weiß halt keiner, wenn man sich die Studien nicht reinzieht. Deswegen viel Grünzeug. In Grünzeug ist immer alles am besten und am meisten enthalten. Das Problem ist halt eben auch, dass vieles Gemüse leider auch nicht mehr das ist, was es mal war. Muss man auch ganz klar sagen. Deshalb empfehle ich immer Wildkräuter, weil die sind nicht gezüchtet oder sonst was. Weil viele Schlaubi-Schlümpfe meinen auch immer so, ja, mit Obst und Gemüse ist man gut abgesättigt, Frühstück. Es gibt Tabellen, die blende ich jetzt auch gar nicht ein. Da bin ich jetzt gerade viel zu faul für, weil ich finde, da könnt ihr auch selbst mal recherchieren. Das ist ganz einfach zu finden. Es gibt Werte, Zahlen. 1985 zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, keine Ahnung, die Erdbeere. So, 1985. 60 Milligramm Vitamin C, 2002 6 Milligramm. Was meint ihr denn, was 2018 noch los ist? Die letzte Zeile gehört meiner Mom, meiner Mutter. Bis dahin. Ciao.